Herzlich willkommen zur ersten richtigen inhaltlichen Sitzung Grundfragen des Mathematikunterrichts. So, also zunächst, bevor wir uns mit Zweck und Zielen des Mathematikunterrichts beschäftigen, müssen wir zunächst so ein bisschen sortieren und Ihr hoffentlich bereits bestehendes Vorwissen aus den Lehrveranstaltungen zu den bildungswissenschaftlichen Grundlagen aktivieren. Ich wiederhole so für einige pädagogische Grundbegriffe, was man bzw. was insbesondere ich oder wir unter Erziehung, Bildung und Allgemeinbildung verstehen und wie sich das vielleicht auch gegenüber Berufsbildung abgrenzt, weil es wird ja dann im Folgenden im Wesentlichen auch darum gehen, was meint eigentlich Allgemeinbildung mit Blick auf Mathematikunterricht. So, wir widmen uns dann heute zunächst mal einem sehr bekannten Ansatz zur Bestimmung von Allgemeinbildung im Mathematikunterricht, auch einem, der gewisse Kontroversen erzeugt hat, als er 1995 so das erste Mal an die Öffentlichkeit damit getreten ist. Das ist das Allgemeinbildungskonzept von Hans-Werner Heimann. Das passt vor allem sehr gut für die Unterstufe. In dieser Online-Lerneinheit, die Sie dann ab heute Nachmittag sich anschauen können, kommen dann noch zwei andere Konzepte vor. Eins von Roland Fischer, das ist sehr bekannt in Österreich. Das war unter anderem, bildet das so mit den wesentlichen Hintergrund für die Zentralmatura aus Mathematik. Und das von Heinrich Winter, das wird sehr stark in Deutschland referenziert, kommt aber unter anderem auch im Lehrplan für die Unterstufe in Österreich vor. So, und dann, wenn Sie sich das Video brav angesehen haben und da die interaktiven Elemente bearbeitet haben und mindestens 1% davon korrekt haben, dann wird für Sie die Hausübung freigeschaltet und die bezieht sich logischerweise auf diese Dinge. So, zunächst hole ich nochmal wieder hier dieses Unterrichtsmodell hervor. Wir hatten gesagt, man kann sich so die Planung von Unterricht so vorstellen, dass man sagt, man hat so Lernziele und Lerninhalte, dann sollte man gucken, was für Voraussetzungen bei den Schülern sind und wie man die aktivieren kann. Dann gibt es verschiedene Lehrverfahren, da fallen die didaktischen Prinzipien und die Unterrichtsmethoden herein. Und da muss man sich noch überlegen, wie kann man eigentlich den Lernfortschritt und die Lernergebnisse überprüfen. Wir sind jetzt direkt hier vorne, Lernziele und Lerninhalte. Und wenn man Ziele und Inhalte festlegen will, dann muss man sich auch so übergreifend überlegen, zu welchem Zweck und mit welchen Zielen sollen Kinder und Jugendliche überhaupt Mathematik lernen. Auf diese Frage wird nun mit einer ganzen Reihe von pädagogischen Grundbegriffen geantwortet, ja, also zum Beispiel Erziehung, Bildung, Allgemeinbildung, aber auch noch Sozialisation, Personalisation, Qualifikation. Darüber sollten Ihnen eigentlich die Bildungswissenschaften mehr erzählen. Ja, weil ich aber nicht immer so sicher bin, was die so erzählen, erzähle ich zumindest kurz auch was dazu. Für Fachunterricht sind allerdings vor allem Erziehung und Bildung, Allgemeinbildung die wichtigeren. Sozialisation, Personalisation, das sind ja Ziele, die eher vom Fach unabhängig sind. Und natürlich ist wieder die Qualifikation wichtig im Sinne von Berufsvorbereitung und Studierfähigkeit. So. Was meint jetzt Bildung und Allgemeinbildung? Das macht nämlich hier den Schwerpunkt aus. Manchmal ist es ganz hilfreich, wenn man sich so überlegt, was meint eigentlich sowas wie Bildung und Allgemeinbildung? Und man soll das in eine andere Sprache übersetzen, zum Beispiel in das Englische. Da merkt man zum Teil, das Wort gibt es da gar nicht so eins zu eins. Man muss das irgendwie umschreiben. Und beim Begriff Bildung, Allgemeinbildung ist das so. Dort, wo Sie Bildung und Erziehung sagen, im Deutschen, und da wohl unterscheidbare Dinge meinen, würden Sie im Englischen immer Education sagen. Das kriegen Sie also gar nicht getrennt. So, deswegen benutze ich jetzt was ich mal für einen englischen Vortrag genommen habe. Hier so Bildung 101, weil 101 heißt immer die Einführungslehrveranstaltung an englischen Universitäten oder amerikanischen. So, also man kann den Begriff Education aus dem Englischen ins Deutsche übertragen als Erziehung und Bildung. Und manchmal macht das auch gar nicht wirklich einen Unterschied. Und manchmal ist der Unterschied aber ganz wichtig. Ja, dort, wo der Unterschied ganz wichtig ist, sind mit Erziehung normalerweise immer äußere Prozesse gemeint, der Einwirkung auf Individuen
oder der Unterweisung oder, wenn Sie das so ein bisschen altertümlich sagen wollen, der Aufzucht von jungen Menschen, das sagt man heute eher nicht mehr. Im Englischen wäre das so, ginge das so in die Richtung Instruction oder Upbringing. Und mit Bildung sind immer eher die inneren Prozesse gemeint, die in den Personen ablaufen. Ja, also sowas, da würde man im Englischen vielleicht sowas wie Self-Formation dann auch noch dazu sagen. Jetzt kann das schon sein, dass Bildung stattfindet, weil sie gerade erzogen werden, aber Bildung kann auch unabhängig von Erziehung stattfinden. Sie kennen vielleicht die Bildungsromane, sowas von Goethe und Schiller und so, das ist ja auch so die Zeit, wo der Begriff so geprägt wird. Da fährt er zum Beispiel nach Italien und bildet sich, da ist aber gar keiner, der ihn aufzüchtet währenddessen. Also Bildung kann schon unabhängig von Erziehung stattfinden, aber Erziehung bezweckt meistens Bildung. Oder nochmal genauer aus genau dem Buch zitiert, das Sie laut Lehrveranstaltungskommentar auch in der Einführung in den bildungswissenschaftlichen Grundlagen angeblich benutzen sollen, nämlich Seel und Hanke, das ist irgendwie so Erziehungswissenschaften für Bachelorstudierende. Da steht, der Begriff der Erziehung beschreibt Prozesse, die Personen, in Klammern in der Regel Kinder und Jugendliche, unter Anleitung anderer durchlaufen, um ihre intellektuellen, emotionalen, geistigen, sozialen und physischen Fähigkeiten zu entwickeln, das nennt man auch Personalisation, und zu vollwertigen Mitgliedern der sozialkulturellen Gemeinschaft zu werden, der sie angehören, das nennt man auch Sozialisation oder Enkulturation. Da sehen Sie schon, diese zwei Prozesse, Personalisation und Enkulturation, die laufen natürlich auch irgendwie im Individuum ab. Aber das, worauf man mit Erziehung blickt, ist quasi dieser äußere Prozess. Warum steht da in der Regel Kinder und Jugendliche? Ja, ein ganz wichtiges Ziel von Erziehung ist eigentlich, dass die Leute am Ende der Erziehung mündig sind. So, und selbstbestimmt handeln können und so. Und dann sagt man normalerweise auch, Erziehung hört da auf, wo jemand da mündig geworden ist. Wenn Sie sagen, Sie wollen jemand Erwachsenen erziehen, dann sagt man das eigentlich immer dann, wenn man meint, ah, das ist nicht so ein richtiger guter Erwachsener. Da gibt es zum Beispiel nach der Nazizeit gab es Umerziehungsmaßnahmen, weil man gesagt hat, die sind nicht so wirklich richtige, vernünftige Menschen geworden, die müssen jetzt umerzogen werden. Wenn die Erziehung funktioniert hätte, hätten die sich später immer noch bilden können, also mehr Kultur heranschaffen und so, aber die hätten eigentlich nicht mehr erzogen werden müssen. Das ist vielleicht da der wichtigste Unterschied. Also Erziehung ist also die äußere Seite der gezielten Einflussung. Bildung bezeichnet den in der Person selbst ablaufenden Prozess des sich herausbildens eines Selbst- und Wertbewusstseins, das auf die Außenwelt gerichtet ist und zeitlich überdauernd das Handeln der Person in unterschiedlichen Lebensbereichen beeinflusst. Junge, Junge, also da müssen wir scheinbar auch noch ein bisschen mehr zu wissen. Das ist nämlich noch ziemlich abstrakt, was da so steht. Und wenn man so über Bildung redet, dann kommt man eigentlich nicht an ihm hier vorbei. Wilhelm von Humboldt. Bei Humboldt ist Bildung was ganz Wichtiges, nämlich nicht weniger als der wahre Zweck des Menschen. Und jetzt steht da so etwas altertümlich, logischerweise 1792, die höchste und proportionierlichste Bildung aller Kräfte des Menschen zu einem Ganzen. So, jetzt könnte eine so eine Kraft können zum Beispiel seine mathematischen Fähigkeiten sein. Eine andere Kraft könnten seine musikalischen Fähigkeiten sein. Eine dritte Kraft könnten seine sozialen Fähigkeiten sein. Und da steht da, Bildung zielt darauf ab, jede Kraft des Menschen aufs Höchste auszubilden, und gleichzeitig aber so proportionierlich wie möglich. Das heißt, Sie wollen keinen asozialen, unmusikalischen Mathematiker, sondern Sie wollen einen Mathematiker, der gleichzeitig so musikalisch wie möglich und sozial wie möglich ist. Da merkt man schon, üblicherweise ist die Lebenszeit der Menschen begrenzt, ja, aber Sie haben hier Ziele, wo Sie sagen, die sollen möglichst hoch und möglichst proportionierlich ausgebildet werden. Das ist also ein Ideal, das kann man gar nicht erreichen. Und das konkurriert auch so ein bisschen, weil man sagen kann, je weniger Zeit der für Mathematik beansprucht, je mehr kann er an seinem Musikinstrument sitzen oder daran, sozialer Mensch zu werden.
Also da ist ein innerer Zielkonflikt irgendwie drin bei Bildung, aber als Ideal setzt man das hin. Der Mensch soll sozusagen die beste Version von dem Menschen werden, die man überhaupt denken kann. Und das würde heißen, alle Kräfte, alles Positive, was der Mensch zu leisten vermag, soll möglichst hoch ausgebildet sein. So. Jetzt gibt es dann, weil dem Humboldt schon klar ist, dass das vielleicht ein bisschen viel ist, wenn man so an Schule denkt, ja, gibt es dann auch noch Allgemeinbildung. Das ist das, was der Humboldt aufgeschrieben hat in einem anderen Text. Da musste der für den preußischen König aufschreiben, was meint denn jetzt eigentlich Bildung oder Allgemeinbildung. Und da ist das dann etwas pragmatischer, weil dem preußischen König kann man jetzt schlecht sagen, ja, alle Kräfte des Menschen so hoch wie möglich ausbilden, sagt der preußische König, ja, so ein Schwachsinn. So, also da sagt er es, jeder Mensch soll an sich und ohne Hinsicht auf seinen Sonderberuf ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger werden. So, weil jeder wäre offenbar nur dann ein guter Handwerker, Kaufmann, Soldat und Geschäftsmann, wenn er an sich und ohne Hinsicht auf seinen besonderen Beruf ein guter, anständiger Mensch und Bürger wäre. So jemand werden, ein guter, anständiger, seinem Stande nach aufgeklärter Mensch und Bürger, das ist dann das Ziel von Allgemeinbildung. Drittens, bei Humboldt geht Allgemeinbildung der Berufsvorbildung oder Berufsausbildung voraus. Also Allgemeinbildung ist dadurch definiert letztlich, was man allen Menschen beibringen kann, damit sie gute Menschen und Bürger werden, ohne dass man besonders darauf achtet, was die eigentlich für einen Beruf später mal erwerben. Also wenn Sie sagen, Maschinenschlosser brauchen unbedingt die und die geometrische Fähigkeit, dann gehört das eigentlich zur Berufsbildung der Maschinenschlosser, wo Sie dann auch sagen können, ah, das ist aber so schwierig, das muss schon bevor die in die Berufsausbildung, muss man denen das schon beibringen. Dann wäre das aber reine Qualifikation und Berufsvorbildung und im Grunde genommen nicht Allgemeinbildung. Und es gibt auch einen wichtigen Unterschied, den der Humboldt macht zwischen Berufsbildung und Allgemeinbildung. Und das wirkt auch immer noch so ein bisschen nach, da steht, durch Berufsbildung soll man nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten. Ja, also da soll man Fertigkeiten zur Anwendung erhalten und wird in gewisser Weise an Qualifikationsanforderungen, die eben in der Berufspraxis sind, angepasst. Und dann schreibt der Humboldt noch so schön, wobei man sich oft auf in ihren Gründen unverstandene Resultate beschränken muss, weil die Zeit oder das Talent für Einsicht fehlt. So, also in der Berufsbildung darf man angeblich den Menschen Dinge beibringen, wo sie nicht so richtig verstehen, warum das eigentlich funktioniert. Allgemeinbildung soll hingegen die Kräfte, also den Menschen selbst, stärken, läutern und regeln durch Aufklärung. Und da sagt der Humboldt, das heißt vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe. Also, bei der Allgemeinbildung, etwas kann nicht allgemeinbildend sein, was man nicht verstanden hat. Also wenn Sie jemandem beibringen, irgendwas zu rechnen, aber der hat überhaupt nicht verstanden, wie das geht, dann kann das eigentlich nicht Teil der Allgemeinbildung sein, sondern ist dann reine Qualifikation. Warum ist das so? Weil man bei Bildung immer hofft, dass sozusagen neben diesem Einzelnen, was da lernt, auch irgendwie sowas überspringt allgemein, was den Menschen formt und stärkt. Und das müsste eben heißen, dass man die Sachen auch verstanden hat. Jetzt ist das aber viertens dann trotzdem nicht so, wie man manchmal hört. Also Allgemeinbildung und Bildung muss unbedingt ganz zweckfrei sein. Die Vorstellung gab es dann im 19. Jahrhundert, ganz besonders gesteigert. Hier sind Studierende der Geschichte hier. Die haben vielleicht schon mal vom Biedermeier gehört. Das ist so die Übersteigerung der Zweckfreiheitsidee von Bildung. Man beschäftigt sich mit möglichst vielen kulturellen Dingen, nur um der Beschäftigung mit diesen Dingen willen. So, das meint aber eigentlich der Humboldt auch nicht. Der sagt ganz klar, ein wichtiger Zweck von dieser allgemeinen Bildung, die man allen Menschen anbietet, unabhängig davon, welchen Beruf sie machen, ist schon, dass nur für wenige Gewerbe noch unverstandene, also nie auf den Menschen zurückwirkende Fertigkeit übrig bleibe. Das heißt also, man hofft schon, dass die Allgemeinbildung so gut ist, dass man den Leuten auch in der Berufsbildung möglichst wenig unverstandene Dinge beibringen kann. Das war so die Vorstellung von dem Humboldt. Das ist jetzt natürlich immer noch etwas abstrakt und es ist auch fraglich, ob diese klare Trennung, die da gemacht wird von Berufsausbildung und
Allgemeinbildung wirklich real durchgehalten wurde. Es gibt zum Beispiel so ein bekanntes Zitat von Herrn Engels, die andere Hälfte von Marx und Engels, der hat gesagt, naja, Berufsbildung ist die Allgemeinbildung für die einfachen Leute, ja, und die richtige Bildung ist quasi die Allgemeinbildung für die höheren Klassen. So, also sich überhaupt auf sowas einzulassen, wäre schon durch Klassenstrukturen beeinflusst. Und in den einfachen Schulen, also wenn Sie jetzt so wollen, in der NMS würde man aber eigentlich gar nicht wirklich an Allgemeinbildung herankommen, realistisch. Also, was natürlich eine Kritik war von dem Engels. Der hat das nicht so gemeint, dass das so sein soll, sondern dass das so wäre und ein Problem wäre, dass man da zu wenig Raum hat, wirklich auf die Individuen einzugehen und denen Verständnis einzuräumen. So sähe das nochmal als Bild aus. Also hier, man kann sagen, Bildung, das ist was erstmal jeder für sich hat, ganz allgemein. Und wo es um die möglichst höchste und proportionierlichste Bildung von meinen ganzen Fähigkeiten ausgeht. Und Allgemeinbildung fragt dann quasi danach, was davon kann ich eigentlich unter den Bedingungen von Schule realistischerweise als Grundlage für alle organisieren, dass sie da zumindest so ein Mindestmaß an so einer noch nicht völlig durch Berufsqualifikation verzweckten Bildung mitnehmen können. Das ist da so das. Und dem folgt dann eigentlich erst die Berufsbildung, also Vocational Education. So, jetzt kommen wir mal zu den konkreten Allgemeinbildungskonzepten. Das hier ist Hans-Werner Heimann. Wer in Klagenfurt über Allgemeinbildung reden möchte, kommt eigentlich nicht an Hans-Werner Heimann vorbei. Witzigerweise war Hans-Werner Heimann so ziemlich genau in der Zeit, wo ich selbst Lehramt studiert habe, an der Universität Siegen, wo ich Lehramt studiert habe, Professor für Erziehungswissenschaft und Schulpädagogik. Ich habe auch 3 oder 4 Seminare bei ihm besucht und sogar 1 zur Allgemeinbildung. Und ich hatte ihn als Prüfer in meiner Abschlussprüfung. Ich habe auch bestanden, wie Sie sehen. So, Hans-Werner Heimann hat sich in Bielefeld 1995 mit einer Arbeit, die heißt auch Allgemeinbildung und Mathematik oder Allgemeinbildung und Mathematikunterricht, das habe ich immer nicht so ganz auf dem Plan, habilitiert und zwar für Mathematikdidaktik. Er ist dann später nur in die Schulpädagogik gegangen, auch so ein bisschen, weil er da etwas Porzellan zerschlagen hat mit seiner Habilitationsschrift. Die Arbeit war deswegen so, war ein großer Aufreger, weil die so verstanden worden ist, als wären 7 Jahre Mathematikunterricht genug. Wenn man sowas behaupten würde, kann man sich vorstellen, dass das in der Boulevardpresse ganz gut ankäme. Und das ist auch ganz gut angekommen. Und der Hans-Werner Heimann hat das geschafft, was nur sehr wenige Mathematikdidaktiker und Erziehungswissenschaftler schaffen. Der hatte in der Bild-Zeitung, also der Deutschen Krone, auf Seite 1 eine Schlagzeile, nämlich Professor Doppelpunkt, 7 Jahre Mathe sind genug. So, und das fanden natürlich andere Mathematiker und Mathematikdidaktiker nicht so lustig, die der Meinung waren, dass das vielleicht doch nicht stimmt. Und da musste der Heimann das so erklären. Und da gibt's auch, findet man mittlerweile auch so ziemlich alles im Internet, so eine große Diskussion dann darum, inwiefern ist der Heimann da missverstanden worden und dann ist auch jemand anders, nämlich der Heinrich Winter, beauftragt worden, so eine Art Gegenkonzept aufzuschreiben, wo das nochmal klarer wird, warum man eigentlich meint, dass Menschen länger als 7 Jahre Mathe lernen sollen, warum das vernünftig sein könnte. Ja, und das war so ziemlich haarige Diskussion. Ich habe übrigens 1995 mit dem Studium begonnen und ab 1998 war, glaube ich, der Herr Heimann bei uns in Siegen. So, aber das nur anekdotisch. Schauen wir mal, was Heimann wirklich geschrieben hat. Ja, die Fake News soll man ja nicht glauben, die gab es auch schon 1995. Heimann unterscheidet zunächst mal ganz ähnlich wie Humboldt Bildung und Allgemeinbildung. Bildung ist für ihn der individuelle Prozess der Selbstentwicklung und ein Stück weit auch der Selbstverwirklichung des Menschen in bewusster, aktiver Aneignung und Auseinandersetzung mit über individuellen kulturellen Gegebenheiten. So, da gehört Kunst dazu, da gehört Wissenschaft dazu, da gehört Ethik dazu. Und weil Mathematik gemeinhin auch als Wissenschaft gezählt wird, zählt da eben auch Mathematik dazu, ja, als Ethik eher nicht. Manche meinen vielleicht, es wäre eine Kunst. Da geht es also darum, was bestimmt, also wenn man das jetzt so ganz philosophisch sagen würde, könnte man sagen, was macht eigentlich die Menschlichkeit des Menschen aus und die soll sich der Mensch anarbeiten, also hier mit der Bildung sind immer sehr hohe
Fragen verbunden, Grundprobleme. Das ist eine normative Kategorie, die sagt, wie der Mensch sein soll. Deskriptiv wäre, wie ist der Mensch? Was macht das Menschsein aus? Wie wird der Mensch zum Menschen und wie soll der Mensch sein? Wären so Fragen, die mit Bildung verbunden sind. Und das im Idealfall kommt dann sowas raus, sagt der Heimann, wie eine aufgeklärte, reflektierte und verantwortungsvolle Lebensweise. So, jetzt kann man zum Beispiel sagen, eine große Enttäuschung war ja, dass man eigentlich sagen muss, so in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg hatte man eigentlich ein ganz gutes Schulsystem, hatte recht gute Bedingungen für Bildung, aber selbst Leute, die die besten Voraussetzungen für Bildung hatten, sind irgendwie nicht unbedingt aufgeklärte, reflektierte und verantwortungsvolle Menschen gewesen, sonst hätten sie sich da wahrscheinlich an gewissen Dingen nicht beteiligt. Also ist das mit der Bildung ist nicht ganz leicht, ob das immer so funktioniert. So, jetzt geht der Heimann mal auf die Allgemeinbildung. Da sagt er, Allgemeinbildung, das soll jetzt eine zwar immer noch normative Kategorie sein, also die soll immer noch sagen, wie soll was sein, aber das soll so pragmatischer sein, also die Frage, wie soll der Mensch eigentlich sein, da einigen wir uns ja nie drüber, aber wir müssen uns ganz pragmatisch einigen, was sollen Kinder und Jugendliche eigentlich an öffentlichen Schulen lernen und wie soll da unterrichtet werden. Und die Kategorie, die dieses Problem betrifft, die will Heimann dann Allgemeinbildung nennen. So, der Bezug zu Bildung ist, dass es sowas gibt wie einen gesellschaftlichen Konsens, dass jedem Menschen in der Gesellschaft zumindest eine Basis für eine dann erfolgende, weitergehende individuelle Bildung anzubieten ist. So, das ist eigentlich Grundkonsens in allen modernen Gesellschaften. Das gilt, man sagt dann auch, Allgemeinbildung wäre sowas wie ein Menschenrecht. Normalerweise also die meisten Menschen in der Gesellschaft meinen, jeder hat ein Anrecht darauf. Ausnahmen bestätigen dann die Regel. Ich will jetzt keine Vermutungen darüber anstellen, ob solche Ausnahmen im Moment im Innenministerium sitzen oder nicht. Das müssen Sie beurteilen. Der Auftrag, der damit verbunden ist, also der allgemeinbildende Auftrag von Schule, wäre, für die eigene Gesellschaft und ein vernünftiges Leben in ihr als relevant betrachtete kulturelle Errungenschaften an die nachwachsende Generation, das ist die genderneutrale Umschreibung für Schülerinnen und Schüler, weiterzugeben. Also wir, die ältere Generation, gibt den jungen Menschen was weiter, wo sie meint, das ist wichtig für die Gesellschaft, dass wir das weitergeben und damit die Leute da ein vernünftiges Leben haben können. Also bei seinem Allgemeinbildungskonzept ist also der Ausgangspunkt zunächst mal nicht die Mathematik, sondern das Individuum, der Einzelne, sein vernünftiges Leben und die Rolle, die der in der Gesellschaft hat. Heimann fragt jetzt, wie viel Mathematik und welche Mathematik sollen Heranwachsende zu ihrem eigenen Nutzen und zum Nutzen der Gesellschaft lernen? So. Das wäre einigen Leuten vielleicht schon zu eng für einen Bildungsbegriff, weil man dann sagen würde, ah, zu ihrem eigenen Nutzen, das klingt alles schon so verzweckt. Aber hier ist auch gemeint, so, also nicht nur, was der konkret nutzen kann, sondern nutzen kann auch heißen, das ist wichtig, den auch mal mit Dingen zu konfrontieren, die er außerhalb von Schule später nie wieder tut, damit er mal einen Eindruck davon kriegt, was machen eigentlich Mathematiker, was machen eigentlich Biologen, was machen eigentlich. Also das meint schon, Nutzen muss nicht unbedingt heißen, der macht dann genau das. Nutzen kann auch heißen, der wird halt mit kulturellen Gegebenheiten konfrontiert, wo das irgendwie nicht klar wäre, dass das passieren würde, wenn der nicht zur Schule gehen würde. Also das kann auch Nutzen sein. So, und um das noch etwas konkreter zu machen, hat Heimann dann in seinem Buch Allgemeinbildung und Mathematik, hier sehen Sie das Bild der zweiten Neuauflage, wo da einer so eine Hipstermütze auf hat auf dem Foto. Auf der alten Auflage war noch kein Foto drauf, die sieht halt etwas neutraler aus. Da gibt es 7 Punkte, Lebensvorbereitung, da hat man vielleicht eine Vorstellung, was das sein könnte. Stiftung kulturelle Kohärenz, eher nicht so, Weltorientierung, Vernunftgebrauch, da schwant einem schon, das sollte was mit Bildung zu tun haben, so Kant und so. Verantwortungsbereitschaft, Verständigung und Kooperation und das Schüler-Ich sollen gestärkt werden. Ja, und da ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir innerhalb der nächsten 120 Minuten verstehen, worum es da geht. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Speed geben, oder? Geht's noch? Soll ich schneller reden? So,
schön formuliert sind die auf jeden Fall bei Herrn Brügelmann. Das habe ich auch so als so eine Art Mogel-Sheet dann ihnen ins Moodle schon hereingestellt. Der sagt, also es gibt da insgesamt drei Blöcke, sagt der Herr Brügelmann, der war ein Kollege von dem Herrn Heimann, der hat ein anderes Buch geschrieben, das heißt Schule verstehen und gestalten. Und da sagt er, es gibt so drei Bereiche. Erster ist Teilhabe an der Welt, wie sie ist, im Alltag handeln können. Dazu gehört Lebensvorbereitung durch alltagspraktische Qualifikationen und sowas, das nennt er Stiftung kultureller Kohärenz. Also das heißt so Zusammenhang, kultureller Zusammenhang heißt das irgendwie, wenn man es anders sagt, als Grundlage für die Verständigung zwischen den Generationen und zwischen verschiedenen Subkulturen in der Gesellschaft. So, das reicht aber vielleicht nicht. Zum Beispiel gehen ja jetzt auch so Schüler freitags immer demonstrieren, weil sie sagen, ah, die Teilhabe an der Welt, wie die ist, die reicht uns eigentlich nicht. Wir müssen auch mal über die Welt von morgen reden. Und deswegen gibt es hier auch in dem Allgemeinbildungskonzept so einen Block, der heißt Über unmittelbare Handlungsbedürfnisse hinaus, Verstehen und Erklären der Welt, weil man will ja auch an die Welt von morgen denken und da muss man auch verstehen, wie die Welt funktioniert. So, da gibt es hier zwei Punkte. Das eine ist Weltorientierung, da steht als materiales Wissen. Das heißt quasi, da erwirbt man Wissen aus den eigenen Wissenschaften und lernt auch verschiedene Denkweisen kennen. Also so ein Sprachwissenschaftler denkt halt anders als ein Mathematiker, denkt vielleicht auch nochmal anders als ein Geograf, typischerweise. Und hier geht es darum, dass man sagt, so, wenn man jetzt an Mathematik denkt, würde man sagen, Lebensvorbereitung, okay, das ist vielleicht sowas wie Prozentrechnung, aber man lernt ja auch Mathematik kennen, höhere Mathematik, die man vielleicht im Alltag nicht ständig braucht, die aber eingesetzt wird und wo es vielleicht ganz gut ist, wenn man versteht, was macht eigentlich die Mathematik durchaus in der Welt, aber ohne, dass ich die einsetze. Das würde dann unter Weltorientierung fallen. Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch, da geht es eher um so eine methodische Bildung. Das ist ja auch so ein altes Klischee. Im Mathematikunterricht würde man denken lernen. Werden wir uns sicher noch näher mit auseinandersetzen müssen. So, und dann gibt es noch so einen dritten Bereich. Über Wissen und Können hinaus persönlichen Sinn finden und soziale Normen akzeptieren. Das klingt jetzt immer so ein bisschen nach 70er Jahre und Kuschelpädagogik. Aber das ist auch so ein bisschen Gegengewicht gegen diese rein verkopfte Bildung, die man früher hatte, wo man dann gesagt hat, ah, da sind aber nicht die sozial kompetenten Menschen herausgekommen. Wenn man das haben will, reicht das offenbar nicht aus, dass die eine alte Sprache lernen, was über Geschichte lernen und Mathematik lernen, was so der traditionelle Lehrplan des 19. Jahrhunderts war. Also das muss man ernst nehmen im Lernprozess, dass es auch soziale Ziele gibt. Jetzt ist das so, für Mathematikunterricht steht da auch schon dabei, geht das vor allem um die Unterrichtskultur bei diesen drei Dingen. Jetzt könnten Sie zum Beispiel sagen, ah, der Verständigung und Kooperation ist das sehr dienlich, eine zweite Sprache zu lernen. Also hat hier der Englischunterricht meinetwegen eine sehr wichtige Rolle. Aber der Mathematikunterricht hat es vielleicht von den Inhalten eher beschränkt, zum Beispiel im Bereich Statistik sicherlich, weil man da auch Darstellungsmittel erwirbt. Aber die Unterrichtskultur kann schon sehr unterschiedlich sein. Also ich kann sagen, ich rufe immer die Schüler nach vorne an die Tafel und mache die da zur Sau, wenn sie was nicht können. Da stärkt man vielleicht das Schüler-Ich sehr bedingt oder auch eher nicht. Ja, und man kann auch Verständigung und Kooperation, ist vielleicht auch merkwürdig, wenn 90% der Zeit ist frontal und 10% ist Einzelarbeit. Da stärken sie wahrscheinlich auch eher nicht Verständigung und Kooperation. Also man merkt schon, auch im Mathematikunterricht kann das relevant sein. Und wichtig ist ja eben auch dieses Allgemeinbildungskonzept vom Heimann, der wendet das zwar auf Mathematik an, sein Anspruch war aber, da kann sozusagen jedes Fach was finden. Und deswegen ist das dann auch klar, dass manche Sachen, Stiftung kultureller Kohärenz, ist natürlich eines der ganz wesentlichen Ziele des Geschichtsunterrichts unter anderem. Ja. Das muss man ganz klar. Das heißt, andere Unterrichtsfächer passen da schon rein. Jedes Fach kann überlegen, wie kann es dazu beitragen. Und der Heimann schreibt auch fürs Fach Mathematik zu jeder dieser Aufgaben was dazu, was da reingehört. Aber prinzipiell kann das schon so sein, dass einzelne Fächer bei einzelnen Dingen mehr oder weniger zu bieten haben. So, jetzt schauen wir uns mal die Lebensvorbereitung an. Das ist nämlich ein bisschen schwierig beim Heimann, das muss man verstanden haben. Lebensvorbereitung, einerseits kann man sagen,
es gibt bei Heimann so ein Verständnis, weites Verständnis von Lebensvorbereitung. Die ganze Allgemeinbildung ist irgendwie Lebensvorbereitung. Also alle 7 Dinge, die da auftauchen. Und es gibt aber einen Punkt, der heißt unmittelbare Lebensvorbereitung. Und wir müssen jetzt rauskriegen, was ist eigentlich mit unmittelbarer Lebensvorbereitung gemeint. So, und das ist gar nicht so leicht. Also es gibt eine breite Zustimmung, die sagt, naja, es ist wichtig, dass man in der Schule was Nützliches lernt. Und irgendwie soll Schule auch absichern den Fortbestand der Gesellschaft. Aber dieser Konsens zerbricht dann an der Konkretisierung. Also dann sagen die Leute zum Beispiel, da steht zu viel drin im Lehrplan. Oder die Mathematiker sagen tendenziell, da steht viel zu wenig drin im Lehrplan. So, und da gibt es dann immer Streit. Zum Beispiel ja zuletzt auch sehr deutlich bei der Zentralmatura. So, die hat mit Lebensvorbereitung gar nichts zu tun, im engeren Sinne. Weil Lebensvorbereitung im engeren Sinne meint bei Heimann konkret benennbare Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten. Und wenn man das so sagt, also ich meine mit Lebensvorbereitung im engeren Sinne wirklich nur, welche konkret benennbaren Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten gibt es, die man im Mathematikunterricht lernt, die man außerhalb von Unterricht und außerhalb von beruflichen Situationen, wo man jetzt zufällig gerade Mathematiker ist, tatsächlich auch mit einiger Gewissheit einsetzt, dann bleibt tatsächlich nicht viel übrig oberhalb dem 7. Schuljahr. Und dann kommt schnell der Vorwurf einer auf Nützlichkeit verkürzten Sichtweise. Deswegen gibt es bei Heimann eben auch die Lebensvorbereitung im weiteren Sinne. Das meint so dieses, jeder soll erstmal ein guter Mensch und Bürger werden. Und dazu gehört eben auch, dass er sich mit Dingen beschäftigt, die er jetzt nicht täglich später dann noch einsetzen wird, sondern vielleicht auch mal ein Integral geknackt hat, ja, obwohl er das später nie wieder tun wird. So. Und wenn man aber das hier nur sich angucken würde, dann könnte da der Vorwurf einer von konkreten Inhalten unabhängigen, zweckfreien und damit weltfremden Bildung aufkommen. Also Allgemeinbildung muss irgendwie so vermitteln zwischen diesen beiden Polen. So, jetzt hat Heimann so ein paar nette Kriterien bestimmt dafür, was zur Lebensvorbereitung gehören soll. Also eins, es soll zu einer normalen Lebensvorführung notwendig sein. Also der Maßstab ist jetzt nicht der Alltag von Frau Wiegele. Weil Frau Wiegele ist Mathematikerin und dass die in ihrem Alltag relativ viel Mathematik einsetzt, geschenkt. Das können wir also nicht machen. Da müssen Sie an meinen Vater denken, der jetzt eigentlich fast keine Mathematik mehr braucht. So, dann soll das eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Das heißt, es ist auch nicht nur Survival Mathematics, also was man so gerade eben braucht, um zu überlegen, weil an der Kasse rechnen die das ja eh für dich aus und so. Es soll schon so eine selbstbestimmte Teilhabe sein und nicht irgendwie jemanden künstlich dumm halten. Dann soll es etwas sein, das ohne Schule größtenteils nicht gelernt wird. Also normalerweise gibt es kein Fach Schuhe zubinden und so Sachen und auch andere Dinge der Lebensführung. Denkt man, die lernen eigentlich die meisten Menschen einfach dadurch, dass sie ja in der Regel auch in irgendeiner Familie sind und so weiter. Oder wenn sie nicht in einer Familie sind, sind sie dann hoffentlich in einer sozialen Fürsorgeeinrichtung, die ja auch erziehende Aufgaben hat. Also es müssen Dinge sein, wo man sagt, wenn man denkt halt sowas, Prozentrechnung, wenn man da nicht die Leute in die Schule stecken würde und denen mal sagt, ihr macht das jetzt, dann würden die das vermutlich nicht alle lernen. So. Dann nicht ohne weiteres in Spezialkursen erwerbbar. Da sagt der Heimann, Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Fahrschule. Also das Autofahren kann man relativ gut in kurzfristigen Kursen den Leuten beibringen. Da muss man jetzt nicht ab dem ersten Schuljahr lernt man schon mal so ein bisschen Autofahren. Und mit 18 kann man das da. Also so denkt man sich das normalerweise nicht. Und die von ihrer Struktur her für eine systematische Vermittlung geeignet sind. Ja, normalerweise gibt es kein Unterrichtsfach Führen einer glücklichen Beziehung, ja, weil man da denkt, das ist irgendwie von seiner Struktur her nicht für eine systematische Vermittlung geeignet. Da muss man sich irgendwie reinfinden. Das kann man jetzt den Leuten nicht durch Unterricht beibringen, wie sie glücklich mit einem anderen Menschen zusammenleben können. So, das wäre die andere Begrenzung. So, und jetzt stellt sich Heimann eine Frage, also inwiefern fallen in den Bereich des Faches Mathematik solche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, auf die quasi diese Kriterien zutreffen? Ja, und wo scheinen im Mathematikunterricht allenfalls inhaltliche und methodische Weiterentwicklung, Akzentverschiebung angebracht? Das ist jetzt die erste Aufgabe
unmittelbare Lebensvorbereitung. So, also ganz wichtig, wenn man sich nur auf unmittelbare Lebensvorbereitung beschränken würde, dann wäre das total langweilig und würde auch unzureichend auf das Leben vorbereiten, was so ein bisschen paradox klingt, aber das meint, man muss auch Dinge sehen, die man später nicht macht, sonst wird man eben kein guter und vernünftiger Mensch, wenn man immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist quasi. Und andererseits aber auch, das ist auch ziemlich schief gegangen früher, so die reine zweckfreie Bildung, die könnte dann zu so völligen sozialen Nullen führen, die gar nicht überlebensfähig sind. Jetzt, was hat der Heymann jetzt gemacht? Also der hat sich dann erstmal angesehen, der hat sich ganz viele Untersuchungen angesehen, die es zu dem Zeitpunkt gab, darüber, was Nicht-Mathematiker, da ist es gut, dass das da männlich steht, Mathematikerinnen und Nicht-Mathematiker, also mathematische Inhalte und Qualifikationen, die Nicht-Mathematiker nach Abschluss ihrer Ausbildung im Alltag bisweilen zurückgreifen. Nur, dass in vielen Berufen Mathematik drin ist und so, das ist schon klar, aber das gehört eben nicht zur unmittelbaren Lebensvorbereitung. Das muss dann irgendwo anders abgedeckt sein. So, und gefunden hat er da Anzahl, Bestimmungen und Beherrschung der Grundrechenarten. Sie sehen, das ist schon ein paar Jahre her. Rechnen mit Größen, Kenntnis der wichtigsten Maßeinheiten, Durchführung einfacher Messungen, vor allem von Längen und Zeit. Also das ist auf jeden Fall was, das sollte der Mathematikunterricht schon mal sicherstellen, weil das machen heutzutage typischerweise die Leute eh in ihrem Alltag. So, dann auch noch, dann jetzt nächste Stufe, rechnen mit Brüchen mit einfachen Nennern, so halbe, Viertel, Achtel, schon allein im Wirtshaus, ja. Also in anschaulichen Kontexten, rechnen mit Dezimalbrüchen ansonsten, ausrechnen von Mittelwerten, Prozentrechnung, Zinsrechnung, Schlussrechnung, das kommt auch noch so ein bisschen vor. Und dann natürlich durchführen arithmetische Operationen mit dem Taschenrechner und Grundfertigkeiten im Abschätzen und Überschlagen. Das ist so im arithmetischen Bereich, wo man sagen kann, okay, das muss jetzt mal die unverzichtbare Basis sein, das machen heutzutage typischerweise die Leute, da sollten wir sehen, dass wir alle hinbringen. So. Aber das ist sozusagen Minimalanforderung, man ist dann nicht fertig. So, und im geometrischen Bereich hat er gesagt, Kenntnisse elementarer, regelmäßiger Figuren und Körper, Kreis, Rechteck, Quadrat und so. Elementare geometrische Beziehungen und Eigenschaften, zum Beispiel Rechtwinkligkeit und Parallelität. Dann Fähigkeit zur Deutung und Anfertigung einfacher grafischer Darstellungen von Größen und Größenverhältnissen, Schaubilder, Diagramme, Karten. Das geht teilweise auch so ein bisschen aus dem heraus, was wir klassischerweise Geometrie nennen würden, in den Bereich statistische Darstellung hinein, sowie auch Zusammenhänge zwischen Größen mittels kartesischer Koordinatensysteme. Kann man sich vielleicht auch vorstellen. Sie können ja heute kaum eine Zeitung aufschlagen, ohne dass da irgendein Kurs steigt oder irgendein Kreisdiagramm ist, wo Sie wieder sehen, was hat den Anteil davon oder so. Und das ist hiermit auch gemeint. So, jetzt hat der Heymann dann in einem zweiten Schritt versucht, sich zu überlegen, wie kann ich das nochmal anders strukturieren, was ich da gesehen habe, und hat gesagt, naja, im Grunde genommen gibt es so drei Bereiche, drei Aspekte, die da vorkommen. Einerseits kann man sagen, Mathematik oder irgendwas anderes ist Inventar der Lebenswelt, also man soll Dinge kennen, unterscheiden und bezeichnen lernen und mit dem normalen Gebrauch der Bezeichnungen vertraut werden. Und dann ist es aber so, man benutzt vieles, was man lernt, auch Mathematik, als Werkzeug oder als Medium. So, ein Werkzeug ist normalerweise ein Gegenstand, mit dem man einen Zweck erreichen kann, der ohne das Ding so oder nicht so leicht zu erreichen wäre. Zum Beispiel ist es viel leichter, mit einem Hammer einen Nagel einzuschlagen, als wenn man keinen Hammer hat. Und es ist leichter, mit einer Gabel zu essen, als wenn man keine Gabel hat. So. Ja, vielleicht auch nicht, da kann man sich streiten. Und es ist leichter, mit einem Zeichengerät, zum Beispiel einem Lineal, eine gerade Linie zu zeichnen, als ohne. Und dann gibt es Kommunikationsmedien, die sollen vor allem den Austausch von Informationen ermöglichen. Klassiker wären da sowas wie das Buch, das Telefon oder das Mikroskop. Ganz scharf ist die Trennung manchmal nicht. Computer wäre zum Beispiel sowas, wo man definitiv sagen kann, der kann ein Werkzeug und ein Medium sein. Und damit kann ich was herstellen, zum Beispiel meine Arbeit da ausdrucken und andererseits kann ich darüber mir Informationen beschaffen, der liege irgendwo so dazwischen. So, und dann sagt er eben, Mathematik hat das auch,
Also wichtig an der Mathematik sind mal die Worte für Zählzahlen, die zugehörigen Ziffern muss man kennen, gewisse mathematische Symbole muss man kennen und gewisse Formbegriffe werden im Alltag verwendet, zum Beispiel Kreisrechteck, Kugel, Pyramide. So, und auch diese Hilfsmittelaspekte hat Mathematik auch. Man muss zum Beispiel Rechenoperationen benutzen zur Erzeugung relevanter Zahlen und Größeneingaben. Muss ich da zum Beispiel irgendwas nachrechnen, was man sich kaufen muss oder so? Oder ob man noch genug Kohle mit hat? Das wäre dann das hier. Und Kommunikationsmedium wäre quantitative Angaben lesen können, weil die tauchen ja zum Beispiel auch in Tabellen und Schaubildern auf. Da wollen uns Leute also Informationen mitteilen. So, jetzt kommen noch ganz schnell in den letzten minus 5 Minuten. Was war dann Heimanns Einschätzung? Also jetzt hat er sich das so strukturiert, hat gesagt, Mathematik gibt es als Inventar, Mathematik gibt es als Werkzeug und als Medium. Und jetzt hat er so Desiderate formuliert, wo er gemeint hat, 1995, inwiefern wird eigentlich der heutige Mathematikunterricht da diesen Sachen schon gut gerecht und wo müsste man mit Blick auf unmittelbare Lebensvorbereitung was verändern? So, und dann hat er gesagt, bei diesem Aspekt Mathematik als Werkzeug, da würde eigentlich zu viel Gewicht auf die Standardverfahren und deren fehlerfreie Beherrschung gelegt, also so multiplizieren, addieren, Integrale Unterstufe vielleicht eher nicht, aber Wurzel ziehen, so, da wird halt viel Wert drauf gelegt, aber zu wenig auf kontrollierende Aktivitäten wie Abschätzen und Überschlagen und man müsste sich eben auch damit auseinandersetzen, schon 1995, dass so rein algorithmische Verfahren ja im Grunde genommen eigentlich auch durch Technologie erledigt werden können. Und irgendwie wäre es aber oft noch so, dass vieles davon händisch noch gemacht wird, obwohl man sagen kann, also Bruchrechnung mit irgendwas anderem als Halben und Viertel macht kein Mensch ohne Taschenrechner. Macht eh jeder in Dezimalbrüchen und so weiter. Das müsste man vielleicht langsam auch mal wahrnehmen als Mathematikunterrichtender. So, und dann alltagsrelevante Standardanwendungen von Mathematik sollen der Reflexion zugänglich gemacht werden. Also es ist schon klar, Schlussrechnung ist total wichtig. Aber man soll eben auch lernen, wo hat die Schlussrechnung ihre Grenzen. Wenn 2 Äpfel 1,50 Euro kosten, kosten 4 Äpfel 3 Euro. Aber ich nehme nicht an, dass dann 400 Äpfel 300 Euro kosten, weil da funktioniert das dann anders. Da ist man in einer ganz anderen Größenordnung. Da wird man andere Preise bezahlen. Also sowas. Man soll die Standardverfahren kennen, beherrschen, aber man soll auch wissen, wo die gewisse Grenzen haben. So, insgesamt meinte aber, Mathematik als Werkzeug wird zu stark betont und das heißt dann automatisch auch, Mathematik als Kommunikationsmedium wird vielleicht zu wenig betont. Darstellender Mathematik wäre ein höheres Gewicht zuzuweisen. Insbesondere sagt er, elementare Grundlagen der Statistik und ihre Anwendung wären entschiedener zu thematisieren. Da muss man sagen, da hat der österreichische Lehrplan von 2000 ist der schon einen großen Schritt nach vorne gemacht für die Unterstufe. Da steht ja die Statistik sehr ausdrücklich drin in mehreren Schuljahren. Aber zum Beispiel weiß man auch, der Heimann hat das auch untersucht, die haben dann irgendwann diese Bildungsstandards eingeführt, auch in Deutschland, und die Bildungsstandardtestung. Und da hat man irgendwie festgestellt, in allen Bereichen geht das so mittelmäßig. Und bei der Statistik, da haben wir so Klassen, da geht das total super. Und da haben wir so Klassen, da geht das total gar nicht. Ja, was einfach dran gelegen hat, dass die Lehrer das da nicht unterrichtet haben. Statistik und Stochastik sind irgendwie immer das, wo es Lehrer gibt, die mögen das und die unterrichten das dann auch. Und da gibt es dann Lehrer, die mögen das nicht so und die unterrichten das dann gar nicht oder nur so halbherzig. Das heißt, das ist lange Zeit ein Problem gewesen und ist, glaube ich, bis heute noch ein Problem, dass die Statistik und die Stochastik, die sind so ein bisschen anders wie der Rest von der Mathematik. Und deswegen gibt es da manchmal so Schwierigkeiten. Und da hat der Heimann gesagt, okay, das muss auf jeden Fall mehr betont werden, um einfach nur schon aufgrund dieser unmittelbaren Lebensvorbereitung. So, jetzt habe ich aber ganz schön lange einen erzählt. Deswegen kommt jetzt die Übungsphase. Da machen wir das so, es gibt Stammgruppen mit circa x Personen. Die Zahl x kennt nur die Frau D. Weiß. 4 bis 5 Personen sind in den Stammgruppen. Aber jetzt erstmal ist viel wichtiger. Also die Stammgruppen bildet gleich die Frau Deweis. So, dann ist wichtig, was sie machen, ist, sie lesen arbeitsteilig. Das heißt, jeder von ihnen liest eine der anderen Aufgaben. Stift, beziehungsweise bei C, hier bei D, Verantwortung, Verständigung und Kooperation,
Das ist so ein bisschen kürzer, das ist dann quasi alles in eins reingemüllt. Also es gibt diese vier Expertinnengruppen dann später. Ja, vier Expertinnengruppen A, Y-Personen. Y ist die Anzahl der Personen, die hier sitzen, geteilt durch vier, logischerweise, weil es vier Expertengruppen sind. Sie lesen jeweils eins und sie bereiten eine kurze, also das sind ziemlich kurze Texte, die sind immer so aufgebaut. Erster Teil ist, was meint das allgemein, unabhängig vom Fach? Zweiter Teil ist, was meint das bezogen auf das Fach? So, und hier steht auch drauf, das kriegen Sie, glaube ich, auch ausgeteilt, was da Ihr Arbeitsauftrag ist für die Expertengruppe. Wichtig ist, kurze Präsentation für die Stammgruppe vorbereiten. So, in die Stammgruppe herein, da haben Sie erstmal diese A bis D kurzen Präsentationen, also wirklich 2 bis 5 Minuten darf die Präsentation nur lang sein, die Sie da machen. Und dann gibt Ihnen die Frau Deweis oder die Frau Cetic auch noch ein Unterrichtsthema, zum Beispiel Integralrechnung ist jetzt nicht dabei, wenn ich das richtig sehe, also irgendein Unterstufenthema, wo Sie dann sagen sollen, zu welcher dieser vier Sachen kann das eigentlich besonders gut beitragen? Und vielleicht auch, worauf müsste man im Unterricht achten, damit es überhaupt dazu beiträgt? So, das ist jetzt der Arbeitsauftrag und jetzt übergebe ich an die beiden Kolleginnen. Wachstumsfunktionen. Da haben wir Stiftung kultureller Kohärenz. Passt das gut zu, weil sich das Thema Wachstumsfunktionen gut in anderen Fächern aufgreifen lässt. Zum Beispiel Geografie, Bevölkerung. Ja, kann man eigentlich wenig gegen sagen. Gäbe sogar noch ein zweites Argument, was auch dafür spräche, dass Stiftung kultureller Kohärenz möglich ist. Das wäre dieses, da stand irgendwie so ein Bezug zu größeren mathematischen Ideen und gemeinhin gelten funktionale Zusammenhänge als so eine übergreifende Idee, die einen eigentlich schon indirekt von der Volksschule bis dann weit ins Studium herein begleitet. Und da könnte man dann auch noch sagen, deswegen kann man auch sagen, Stiftung kultureller Kohärenz. Und sonst war das ja so die Zusammenhänge verschiedener Teilkulturen. So, wenn man auf Folgendes im Unterricht achtet, Thema mathematisch erarbeiten, ja, das wäre grundsätzlich ganz gut, wenn man im Mathematikunterricht die Themen mathematisch erarbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass es selbstverständlich ist. Und die fächerübergreifende Zusammenarbeit wäre dann gut. Das ist sicher auch richtig. Man müsste ja dann sich zum Beispiel darüber unterhalten, warum gucken wir uns eigentlich das Bevölkerungswachstum in der Geografie an? Also was hat das da für einen Wert? Was hat das für eine Bedeutung? Und darüber müsste man dann eher aus geografischer Fachperspektive was sagen, als aus mathematischer. So, dann steht hier die Anleitung zum kritischen Vernunftgebrauch. Wäre bei dem Thema nicht so angesagt, weil mathematische Formeln wenig Spielraum für selbstständiges Denken lassen. Ja, das kann man jetzt so oder so sehen. Ich meine, man könnte ja auch sagen, Sie unterrichten das Thema Wachstumsfunktionen und machen das unter so einer stark modellbildenden Perspektive und fragen dann, also hier ist sozusagen so ein Satz von Daten und welche Art von Funktion könnte das jetzt eigentlich sein, die da gut zu passt. Und da müsste man dann wahrscheinlich schon auch, oder passt, da ist eigentlich dieses, warum ist eigentlich diese lineare Funktion für ein Bevölkerungsmodell nicht so gut geeignet? Da könnte dann vielleicht sowas wie kritischer Vernunft reinkommen. Aber an sich, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, spricht eigentlich noch stärker für das, was man Weltorientierung nennt. Weil da stand ja dieses drin, dass man sich insbesondere auch anschauen soll, mathematische Modelle und diese Modellperspektive ernst nehmen. Da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, warum kühlt eigentlich der Kaffee entlang einer gewissen Wachstumskurve ab? Also wie kann man das eigentlich erklären? Dann wären wir so im Bereich Weltorientierung und nicht unbedingt bei kritischer Vernunftgebrauch. So, bei diesen sozialethischen ist wieder schwierig. Ne? Da könnten Sie, die können Sie eigentlich immer irgendwo hinschreiben, da können Sie sagen, das funktioniert, wenn da arbeitsteilig gearbeitet wird, das funktioniert, wenn auf individuelle Interessen der Schüler Rücksicht genommen wird. Das hängt nicht so wirklich am Thema, deswegen ist es eigentlich schwierig, bei irgendeinem Thema zu sagen, das passt nicht zu Stärkung des Schüler-Ichs, Einübung in Verständigung und Kooperation oder, wie heißt das dritte noch,
Verantwortungsbewusstsein, irgendwas mit Verantwortungsbewusstsein. Einübung auch, ne, keine Ahnung. Aber auch Verantwortungsbewusstsein, sagen Sie, Sie können Lernprozess immer so orientieren, so organisieren, dass der Lehrer im Wesentlichen das Heft in der Hand hat. Oder Sie können sagen, Teile der Verantwortung werden an die Schüler abgegeben, zum Beispiel durch einen Wochenplan, bla bla bla. Also deswegen, die kann man hier eigentlich nie hier hinschreiben. Und wenn man die hier oben hinschreiben will, muss man meistens noch irgendwas zusätzlich dazu sagen, wie dann der Unterricht organisiert werden müsste. So, schauen wir hier nochmal. Ja, passt ja wie die Faust aufs Auge. Hier haben wir jetzt die zweite sehr gut passende allgemeinbildende Perspektive. Weltorientierung, steht auch Bevölkerungswachstum dabei. Geld, Rohstoffe, ja, Grenzen des Wachstums. Ne? Hier Club of Rome, warum das nicht ewig reichen wird. Da könnte man auch sagen, das gehört auch zur Weltorientierung, da was verstehen. Ja, und dann wäre es wichtig, dass die Sachen tatsächlich echte Anwendungen ja, des täglichen Lebens. Oh, ja, ja, okay. Andere Blickweise, Fächerverbindung ist da auf jeden Fall wichtig, das haben wir gerade schon gesehen. Keine Kreativität. Okay. Ja, man kann immer mehr oder weniger kreativ sein. Das hängt ein bisschen an den Aufgabenstellungen. Aber es ist sicher schwieriger, weil man sagt, so das Thema Wachstumsfunktion, das kommt einem schon stofflich sehr festgelegt vor. Da lernt man halt lineare Funktionen, da lernt man Exponentialfunktionen und so. Da ist vielleicht wirklich nicht so viel Manövriermasse. So, gucken wir mal an. Ja, genau, hier das leichte Thema, Prozentrechnung. So, da hätte ich auch gesagt, ja, Prozentrechnung gehört vielleicht wirklich noch zur unmittelbaren Lebensvorbereitung, weil das ist eine Grundfertigkeit für das alltägliche Leben. Ne, insbesondere, wenn man überlegt, dass da ja auch dabei stand, so, ah, der soll auch mal eine Zeitung lesen können und so. Also da ist der ja ohne Verständnis vom Prozent total aufgeschmissen. Was nicht unbedingt heißt, dass immer alle Journalisten wissen, wie das mit den Prozenten funktioniert. Da gibt es auch schöne Gegenbeispiele, so. Ist auch was Nettes im Heimann drin, das mache ich jetzt aber nicht. So, auch da wäre wieder wichtig, dass tatsächlich dann Anwendung und Praxisbezug auch da sind. Ja, hier steht auch so Einkaufen, Lohnzettel. Genau, dass man dann auch Sachen rauswählt, die tatsächlich aus dem, ja, so aus dem unmittelbaren Umfeld der Person sind. Passt nicht so gut zur kulturellen Kohärenz. Ja, ja gut, jetzt können Sie wieder sagen, ah, irgendwie zur Idee der Zahl gehört auch, dass Prozentrechnung eine andere Form der Zahldarstellung ist. Aber Prozentrechnung ist vielleicht tatsächlich, und jetzt ist dann Prozentdarstellung, kommt zwar auch überall vor, aber es ist schon fraglich, ob man dann viel darüber reden kann, was jetzt Prozentdarstellung für eine besondere Bedeutung in der Geografie haben. Das geht bei Funktionen wahrscheinlich leichter, sich darüber zu unterhalten, warum schreiben wir eigentlich gewisse Dinge über Funktionen auf. Prozent ist so ein bisschen banal, es ist, um da irgendwie großartig was zu machen. Deswegen brauchen wir da nicht zwingend die kulturelle Kohärenz. Andererseits können Sie sagen, bei kultureller Kohärenz steht beim Heimann auch, ah, das ist auch so, irgendwie, die Alltagskultur soll weitergetragen werden. Und dann können Sie sagen, ah, Prozentangaben gehören schon auch zur Alltagskultur. Aber ich hätte auch unmittelbare Lebensvorbereitung gesagt, kritischer Vernunftgebrauch vielleicht auch noch, weil mit Prozentangaben wird man auch oft betuppt. Sie haben vielleicht mal von dieser Studie gehört, dass der Verzehr von Wurst und rotem Fleisch das Darmkrebsrisiko um 50% erhöht. So. Die Information ist aber für sich genommen total uninteressant, weil Sie müssten erst mal wissen, wie hoch ist denn das Darmkrebsrisiko? Also sagen wir mal, das normale Darmkrebsrisiko wäre 20%, dann heißt Verzehr von Fleisch erhöht das um 50%, dann ist es für Fleischesser 30%. Ja, aber wenn das Risiko nur bei 0,2% liegt, und das ist es, dann liegt es halt bei Verzehr von Fleisch bei 0,3%. Da würde ich sagen, da lasse ich mir die Extrawurst aber weiterhin schmecken, weil das halte ich nicht für so wahnsinnig relevant, ob mein Darmkrebsrisiko 0,2 oder 0,3% ist. Also da merken Sie auch, kritischer Vernunftgebrauch heißt bei Prozentangaben immer zu fragen, wovon eigentlich die Prozent? Ohne das ist man, steht man irgendwie blöd da. So, jetzt haben wir hier noch, hier ist es glaube ich auch klarer. Ah ja, da bin ich ja schon mal sehr glücklich.
die Vermessungsaufgaben sind nicht der unmittelbaren Lebensvorbereitung zugeordnet worden. Das ist, glaube ich, witzigerweise auch in dem Video, das Sie dann nachher sich noch ansehen können, heute mein Thema, dass ich da sage, also der Alltag der Landvermesserin ist normalerweise nicht der Alltag von Otto Normalbürger. Also da muss man sich schon was anderes überlegen. Könnte man jetzt auch wieder überlegen, findet man da was zur Weltorientierung? Würde man sicher auch finden, dass man da sagt, ah, da versteht man irgendwie, wie da im Gelände eigentlich gewisse Dinge abgesteckt werden. Aber kulturelle Kohärenz ist sicherlich hier wieder gut, dass man sagen kann, ah, Idee des Messens. Auch, dass man sagen muss, na ja, die Sachen, die man da so macht bei den Vermessungsaufgaben, die funktionieren heute in der Praxis vielfach ganz anders, weil die Sachen in technische Geräte implementiert sind. Da geht man vielleicht nicht mehr so hier vorwärts einschneiden und wie das so heißt, das wird praktisch gar nicht mehr gemacht oder funktioniert jetzt ganz anders und dann hat das so einen leicht historischen Touch. Aber man versteht dann andererseits wieder, was sind eigentlich die Grundlagen, auf denen diese Geräte das dann auch machen können. Deswegen würde ich hier auch sagen, Stiftung kultureller Kohärenz ist ein bisschen was Historisches und gibt aber wieder so einen leichten Beitrag in Richtung Weltorientierung, wird das sicherlich auch geben. So. Wenn man im Unterricht darauf achtet, dass man das auch historisch darstellt oder dass man irgendwie klar macht, wäre in dem Fall das oder sonst müsste man wieder gucken, was hat das denn mit Messen allgemein zu tun. Passt nicht so gut zur unmittelbaren Lebensvorbereitung, weil es neue Mittel zur Vermessung gibt, steht da, und im Leben fast keine praktische Anwendung finden. Außer Sie sind mal beim Bundesheer, da hat mir auch jemand erzählt, da müsste man das teilweise machen. So Sachen. Aber auch da kann man sagen, es ist ja jetzt nicht der Alltag des Durchschnittsbürgers, dass er gerade beim Bundesheer ist und was die beim Bundesheer brauchen, sollen die den Leuten beim Bundesheer beibringen. Außerdem muss man ja gar nicht unbedingt zum Bundesheer gehen. Das liegt ja jedem frei. Manipulation statistischer Daten. Stimmt, ich habe mich schon gewundert, warum es so schnell geht. So, oh, hier gibt es gleich einen ganzen Hagel, da geht eigentlich alles. Kritischer Vernunftgebrauch, Weltorientierung, ja, C, D, A, da geht irgendwie alles. Ist nicht ganz falsch. Ja. Jetzt kann man sich fragen, also wir können ja mal mit der unmittelbaren Lebensvorbereitung anfangen. So, jetzt kommt es darauf an, wieder, was ist gemeint mit Manipulation statistischer Daten. Erkennen, dann würde ich fast noch sagen, das gehört sogar noch in den Bereich unmittelbare Lebensvorbereitung. Aber jetzt gibt es ja auch oft im Unterricht, dass man dann hingeht und manipuliert so gezielt statistische Grafiken, um das so ein bisschen besser zu verstehen. Da würde ich dann auch sagen, das geht jetzt aber aus der unmittelbaren Lebensvorbereitung raus in den erweiterten Bereich kritischer Vernunftgebrauch, wenn man jetzt eher auf die Manipulation legt oder wenn man sagt, naja, Statistiken finden halt in vielen Bereichen statt und ich wähle mir jetzt gezielt aus einem Bereich Statistiken aus, dann wird es wieder stärker in Richtung Weltorientierung gehen zum Beispiel. Man sieht schon, das ist nicht bei jedem Thema so überschneidungsfrei. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Sie werden in dem Video dann von heute Nachmittag sehen, dass ich da auch sage, weswegen ist das eigentlich wichtig? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt später in die pädagogisch-praktischen Studien kommen, dann gibt es immer so den ersten Teil in der Unterrichtsplanung, der heißt dann didaktische Sachanalyse. Und da sollen Sie auch immer sagen, was ist die Bildungsbedeutung? Und da ist ja gar nicht schlecht, wenn man da mehrere Sachen hinschreiben kann. Aber da sind auch immer so Fragen formuliert, wo man dann sagt, okay, wenn ich jetzt so Manipulation statistischer Daten so rein am Reißbrett mache, also ich diskutiere mal durch, wo kann man da überall drehen, dann ist da irgendwie noch keine Weltorientierung dabei. Dann bin ich wahrscheinlich eher im Bereich kritischer Vernunftgebrauch. Wenn ich sage, ich suche mir jetzt zu einem Themenbereich, hier, was weiß ich, Armut und Reichtum, ganz gezielt Statistiken aus und schaue mir an, inwiefern sind die manipuliert, welche Möglichkeiten gibt es da, ja, dann würde ich sagen, okay, dann bin ich wieder in diesem Fächerverbindenden, vielleicht mit dem Geografie- und Wirtschaftskundeunterricht drin, dann ist es wieder stärker Weltorientierung. Also deswegen stand hier auch immer, wenn man im Unterricht auf Folgendes achtet. Ja, und passt nicht gut zur allgemeinbildenden Perspektive. Wäre jetzt auch schwierig, ne? Was haben wir denn noch? Vorne Weltorientierung geht, kritischer Vernunftgebrauch geht, kulturelle Kohärenz. Ja, vielleicht auch, wenn man jetzt sagen würde, speziell in einem Fach.
Was fehlt uns noch? Unmittelbare Lebensvorbereitung, haben wir gesagt. Ja, liegt so gerade an der Grenze von der unmittelbaren Lebensvorbereitung, aber geht wahrscheinlich auch noch. So, und diese sozialethischen hier, Verantwortung, Verständnis und Stärkung des Schüler-Ichs, die gehen eh eigentlich immer, wenn man so unterrichtet, wie dass die eine Rolle spielen. Also das ist sozusagen das Joker-Thema gewesen. Die hat es besonders schwer, die Gruppe. Gut, ja, dann sind wir aber, glaube ich, für heute durch. Ne? Ja. So, dann wichtig, also das Video wird freigeschaltet, das muss man sich ansehen, Dings. Und dann erst kriegt man die Hausübung, kann die machen. Also bitte nicht erst Sonntagabend das Video ansehen. Dann kommen Sie definitiv in Zeitprobleme mit der Hausübung. Weil die Hausübung müssen Sie abgegeben haben bis nächsten Montag 9 Uhr. Und bitte, wenn Sie nächste Woche nicht da sind, wieder brav der Frau Deweis schreiben, ob Sie da sind oder nicht da sind. Genau, da ist im Moodle eine Abgabe. Das schaltet sich nach dem Video automatisch frei. Ja. Das gibt da auch eine Vorlage, vielleicht doch das noch kurz. Das gibt da eine Dateivorlage und Sie haben gestern von mir auch so eine E-Mail gekriegt, da waren so 4 Buchstaben drin. Das ist Ihr pseudonymes Kürzel und die kann man da dann eintragen.